So, meine Schätzelin, bin doch schon da. Ich hab doch schon Futter für euch. Aber wisst ihr was, ihr müsst ins Wasser gehen. Da könnt ihr hier nicht so essen. Komm mal rein, nicht euch beißen. Ne? Komm mal ins Wasser. Geh mal ins Wasser. Man denkt gerade, du kriegst zu Hause nichts zu essen. Schau mal, das schafft ihr auch. Heute ist aber schönes Wetter. Von 10 Grad minus und schöne Sonne. Gibt's gleich nicht. Die Sonne, ne? Ich glaube, ihr habt schon genug. Ich bitte euch da dreimal am Tag. Ne? Nachher fliegt ihr alle noch weg. Habt ihr noch eine Futterstelle woanders? Ja, müsst ihr machen. Wir wollen dann auch überlegen. Dann kriege ich wieder. Wer ist da der Tag? In den letzten 6 Jahren haben alle den Winter überlegt, dass wir eine Fütterung aufbringen können. Leben durch einen Kampf unter zwei Schweden. Der ist dann gestorben. Und das Weibchen, das war dann jahrelang allein, ganz traurig. Weil die Schwäne sind ja immer als Paare zusammen und bleiben ihr Leben lang zusammen. Aber die kommt jetzt nicht mehr. Ich denke, sie hat wieder einen Partner gefunden. So, mein Schatz. Patschiko, wir gehen nach Hause. Ja, ja. Ist aber auch saukalt heute. Saukalt. Ja, wehr dich. Der will dein Essen haben. Muss dich wehren, ne? Da ist noch Brot, ja, stimmt. Hol das mal. Ja, ja, ja. Genau. Da ist noch Brot, ja, ja. Oh, der kann das essen. Das war eine Brotkruste. Guck mal, Schatz, hier ist noch Brot. Da, guck mal, hier. Da und da. Nicht böse sein, du Volker, ne? Ich wollte auch böse zu dir. Hüpf dich doch. Ich hab nicht noch mehr Futter. Da liegt das, hier. Gut. Da. Hier. So. So, mein Schatz. Alles okay. Ja, weil ich war jetzt nicht böse, sondern der wollte noch mehr Futter haben. Das heißt, gib mal noch Futter, Alter. Jetzt kommt er wieder raus. Hachiko hat ein bisschen Respekt vor denen. Er darf zwar zu denen hin,
im Sommer auch wenn sie ihre Jungen haben. Aber manchmal jagt er so zum Spaß und Spiel Enten. Er beißt zwar keine Enten, aber er jagt. Er will mit denen spielen, jagt die dann und das mögen die Schwäne nicht. Die jagen dann ihn weg, weil es ist Familie, ne? Die beschützen ihre Enten. Siehst du, hat die eben wieder ein bisschen erschreckt, die Enten. Aber die Schwäne beschützen ihre Familie. Und dann hat er mal eine Ohrfeige vom Schwan gekriegt und deshalb hat er ein bisschen Respekt. Mich hat mein Schwan mit dem Flügel getroffen, so aus Versehen. Ich hatte ihn mit der Hand gefüttert, weil die fressen mir auch aus der Hand, aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Und dann hat er gezuckt mit dem Flügel, hat mich aus der Hand getroffen. Das war wie ein Hammerschlag. So Leute, das war's. Tschüss.